Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute natürlich wieder mit Conan Exiles und weiter geht's in der Quest von Freya. Und für alle die sich immer noch fragen, wie sie auf meinen Server kommen, also falls ihr mitspielen wollt, kommt zu mir in den Discord. Dort müsst ihr ein paar Regeln bestätigen und dann könnt ihr da die Zugangsdaten sehen. Ich freue mich natürlich über jeden, der noch Bock hat mitzuspielen. Wir sind schon wirklich einige geworden und ich denke, die meisten haben auch Spaß dran. So, und jetzt würde ich sagen, ich quatsch nicht lange weiter. Wir starten sofort in den Part. Viel Spaß euch und let's go! Als erstes habe ich mir nochmal hier unter der Reise angeschaut, welche Reiseschritte man braucht, damit man diese Purpur-Lotus-Kugeln bekommen kann, mit der ihr ja die Sklaven betäuben könnt und die wirklich ein ultra krasser Gamechanger ist. Und ihr müsst dafür, also die Reise ist wirklich total einfach. Einfach hier alles erledigen. Ich muss jetzt noch hier einen Handwerker Leibeigenen einer Werkstatt zuweisen. Dann habe ich es erledigt und bekomme die Belohnung. Und genau, was haben wir denn sonst noch so gemacht? Ich habe dann den Barkeeper hier platziert und ihr könnt schon sehen, hier sitzen einige Leute. Es saß auch gerade noch jemand da, bei dem konnte ich was lernen. Und zwar die sogenannte Köderverderbnis. Ich weiß echt nicht, was ich damit anfangen soll. Also wenn ihr das schon mal gehört habt oder benutzt habt, dann schreibt mir bitte in die Kommentare, was das genau ist. Wir können jetzt mal gucken, wer hier so sitzt. Ein Träger 2. Wer bist du? Ein Alchemist 2, ein Exilant 2 und ein Taskmaster 2. Gut, aber von euch brauche ich keinen. Excuse me, warum stehst du hier? Wow, bist du irgendwie bescheuert, Junge? Mein Platz ist doch eigentlich da hinten. Ich will hier gerade meinen Leuten was erzählen und dann platzt der einfach rein. Naja, ich habe mir dann auch noch hier eine Demontagebank hingestellt für das ganze Graffel, was man nicht braucht. Und ich habe mir mit den Kugeln diesen Berserker gefangen, den ich auch schon mal mit dem einzigen, was ich noch da hatte, diesen Sklaventreiberschutz ausgestattet habe. Der braucht dann auf jeden Fall auch noch eine chillige Rüstung. Wo ist eigentlich Freya? Normalerweise taucht die doch immer auf. Mädche, wo bist du? Steht sie bei uns drin? Nee, tut sie nicht. Apropos, ist tatsächlich auch mein... Leute, wartet mal, was war es jetzt? Der Schmied, glaube ich, war das, der verschwunden war. Der ist wieder aufgetaucht, wo auch immer er sich rumgetrieben hat. Und da steht Freya. Wo auch immer er sich rumgetrieben hat, er ist wieder da. Und wir werden natürlich jetzt mit ihr sprechen. Ein dunkler Morgen, meine Liebe. Ein dunkler Tag. Was ist los? Bist du bereit, deinen Mann zu suchen? Ah je, es ist soweit. Aber die Bewohner von Neu-Asgard, sie haben mich belogen. Sie haben die Hexe geschützt. Das schreit nach Vergeltung. Denkst du, deine Leute werden uns angreifen? Mein Vater starb, um sie zu retten. Mein Mann und ich haben für ihre Sicherheit gesorgt, als wir ins Land der Verbannten kamen. Du bist fremd hier, warst aber ehrlicher zu mir als sie. Sie haben eine Seite gewählt. Es ist nicht ihr Zorn, den ich fürchte. Es gehört mir. Ich will Rache, Antworten. Wir holen sie uns in Neu-Asgard. Es wird Zeit. Vorwärts, meine Liebe. Folgen wir diesem blutigen Pfad gemeinsam. Okay, dann kommt jetzt die Zeit, wo wir nach Neu-Asgard sollen. Asgard heißt, ich sage immer Asgard. Naja, was wir auf jeden Fall auch noch machen, wir vergeben jetzt endlich mal Namen. Ihr habt mir da ganz viele in die Kommentare geschrieben. Und hallo? Wieso? Ah, jetzt. Und ich fand natürlich den Namen Plötze einfach spitze. Deswegen wird das jetzt unsere kleine Plötze. Und er hier heißt Harald Schönhaar. Vielleicht wissen ja einige, woher der Name kommt. Na gut, jetzt warten wir noch kurz, bis es hell ist. Und dann würde ich sagen, düsen wir zu Freya. Ja, wir sind jetzt zum Glück gleich da. Ich habe mir natürlich wieder das beste Wetter ausgesucht, um so einen Kampf zu begegnen. Wunderschön, dass es wieder regnet. Und eigentlich müsste Freya dort stehen. Und das tut sie auch super. Ich habe hier übrigens auch meinen Trinkschlauch wieder gefunden. Der war in der Kiste. Pferd, du musst mir nicht mehr folgen. Und ich weiß nicht, ob ich ihn folgen lassen möchte. Denn, ja, keine Ahnung. Nee, lieber nicht. Oh, und sie hat sich eine schicke Rüstung angezogen. Ich wollte dir danken. Du hattest mit diesem Kampf nichts zu tun. Als du mich gefunden hast, war ich verloren. Unfähig, mich zu bewegen, von Schwäche gelähmt. Das war alles ziemlich erbärmlich. Aber du bist bei mir geblieben, während ich meine Stärke wiedererlangte. Meinen Lebenszweck, egal was passiert, ich schulde dir etwas.
Gern geschehen, Freya. Wenn wir drin sind, sieh dich nach dem ältesten Haggard um. Mit ihm habe ich beim letzten Mal gesprochen. Er weiß Bescheid. Holen wir uns unsere Antworten. Machen wir, meine Gute, machen wir. Du kannst trotzdem vorlaufen. Ach, wisst ihr was? Ich hätte mir aber auch eine Bettrolle mitnehmen können. Hat mal wieder keiner dran gedacht. So, da kommt... Ah, nee, du bleibst du stehen. Ja, sorge mal. Komm zurück. Komm, gut, gut. Na los, Freya, zeig's ihm. Ups, nein, das wollte ich nicht. Was hast du denn dabei? Oh, geil. Fast eine ganze Rüstung. Super. So, wir müssen in die Richtung. Dann gehen wir in die Richtung. Freya, du gehst vor. Und erledigst dich hier allen. Nee, entledigst, glaube ich, oder? Wunderbar, dann kannst du gleich hier weitermachen. Und ich loote. Und komm. Wir helfen ihr mal. Wird natürlich alles geplündert. Schauen wir hier rein. Hier war, glaube ich, auch mal eine Kiste. Nee, war nicht das Haus. Macht nichts. Hier ist eine Kiste. Nehmen wir mit. Aua, hörst du auf? Hey, und da ist eine, die sieht auch aus wie Freya. Hallo, lass mich da raus. Hier haben wir noch eine Kiste. Nehmen wir auch mit. Und dann müssen wir, ja, dahinter, ich glaube, in die Hütte. Gehen jetzt einfach mal rein. Entweder folgt uns wer oder nicht. Und ich glaube, es war die falsche Hütte. Nein. Oh je. Mensch, ich bin heute nicht kampfbereit. Ich sag's euch. Keine Ausdauer mehr. Oh, Hilfe, ich will doch raus. Nein. So, ich muss jetzt Freya nochmal holen. Da sie wieder beim Eingang gespawnt ist, als ich quasi gestorben bin. So, und mir reicht's jetzt hier mit euch. Geht weg. Oh ja, klar, kommen da wieder 20.000. Ihr seid doch verrückt, Dämonen. So. Weg. Freya. Oh nein, da ist auch noch dieser Kackzauberer. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? La 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 la. Wie sie immer noch hinter mir herrennen. Oh ne, jetzt kommt der andere auch noch. Hört auf damit. Also das ist doch nicht die Möglichkeit. Wo ist denn Freya? Hilfe, ich brauche... ich muss weg. Ich muss weg. So, schnell mal irgendwas trinken. Los. Du kriegst mich hier nicht. Kletter jetzt nämlich da hoch. Wo ist denn Freya? Ist sie gestorben? Schwebe? Ich kann sie zumindest nicht mehr holen. Das heißt, sie wird uns wohl jetzt auch mit den ganzen Typis verreckt sein. Gehen wir nochmal schnell zum Anfang. Schauen, ob sie da ist. Ja, da steht sie. Also Leute, ihr habt gesehen, sie kann tatsächlich auch sterben. So, komm, meine Liebe. Wir müssen jetzt zu Haggard, endlich. Also gut. Haggard ist da oben. Vielleicht gehen wir dann einfach nur die Treppen rauf. Machen nur den hier platt. Ach, jetzt kommen sie natürlich wieder angeschossen. Geh weg, du blöde Sau. So, stirb.
Oh, der hat auch was Tolles. Und hier und da. Sehr schön. Dann müssen wir einmal hier rauf. Und hier in dem Haus links ist Haggard. Ja, die typischen Steine mal wieder. Freya, greif du mal an. Mir geht's noch gut. Ich brauche nur kurz mal was zu essen. Ach Mann, hör doch auf. Ich bin gerade am Essen. Unmöglich. Hast du nicht anders verdient, ey. Jetzt kommt die wieder. Also hier ist was los, Leute. So, Freya, kannst du dich jetzt um ihn mal kümmern? Und ich nehme mir hier mal den Pilzeintopf. Gut. Es ist so dunkel. Hier ist auf jeden Fall der Haggard mit dem grauen Bart. Das hat sich gereimt. Hallo, ich habe dir doch eigentlich gesagt, du sollst ihn angreifen. Machst du, oder? Ja, macht sie. Sehr schön. Mach ihn mal platt. Machst du gut. Noch ein bisschen. Was hatten der eigentlich? 8 Punkte. Okay, dann mache ich weiter. So, jetzt liegt er und jetzt können wir mit ihm quatschen. Bei Ymirs Bart, Gnade. Rede, alter Mann. Freya will wissen, wo ihr Mann ist. Ich weiß nichts. Bei Ymir. Ich habe Freya bei ihrem letzten Besuch die Wahrheit gesagt. Hör genau zu. Freya verletzt nicht gerne Menschen, die sie kennt. Aber ich kenne dich nicht. Du hast also genau eine Chance, um zu sagen, wo Angvar ist. Ich kann nicht. Hulda wird zurückkehren und. Was? Lässt sie die Milch sauer werden? Tötet sie Küken? Ich habe Hulda nie getroffen. Aber was sie mit Magie anstellt, regle ich mit Stahl. Nein, bitte nicht. Schluss jetzt. Wer bist du? Warum suchst du mich? Hulda, nicht wahr? Ich suche Angvar. Ah, du musst Freyas Schoßhündchen sein. Sie hat ja nicht lange gebraucht, um sich zu trösten. Angvar ist ohne sie besser dran. Er will nicht nach Hause kommen. Sag mir, wo du bist, und wir finden heraus, ob das stimmt. Und was habe ich davon? Ich habe Angvar, seinen Körper und seine Seele. Hier bin ich sicher. Warum sollte ich dir sagen, wo ich bin? Deine Sicherheit ist eine Illusion, weil Freya und ich nie aufhören werden, dich zu jagen. Stell dich uns jetzt, oder wir finden dich und schlitzen dir die Kehle auf. Hahaha, du weißt gar nichts, wo ich bin, wer ich bin, was ich ertragen musste, und hier, um hierher zu gelangen, du bist nichts. Mag sein, aber das Land der Verbannten ist klein. Eines Tages werde ich dich finden. Oder du bestimmst Ort und Zeit unseres Zusammentreffens. Du willst das Schicksal herausfordern? Also schön. Du findest mich unweit von Neu-Asagard in Nordhof. Sehr schön, dass sie uns das jetzt verraten hat. Und wo ist jetzt Freya hin? Können wir ihn töten? Ja. Sehr schön. Haben wir das erledigt? Dann schauen wir jetzt zu Freya, würde ich sagen, ob sie jetzt noch irgendwas für uns hat oder ob wir jetzt gleich dorthin da gehen müssen. Sie sitzt auf jeden Fall hier rum. Es ist also bei der Hexe. Sie hat, also, er ist also bei der Hexe. Sie hat Angvar. Denkst du, sie sagt die Wahrheit, dass er jetzt ihr gehört? Diese Hulda hat meinen Mann, so viel steht fest. Was den Rest angeht, weiß ich nicht, was ich glauben soll. Sollen wir ihn zurückholen? Mein Arm schmerzt. Ich möchte eine Weile allein sein. Muss über ihre Worte nachdenken, um mich vorzubereiten. Wir treffen uns später in der Taverne und dann bringen wir das hier zu Ende. Okay, das heißt, ich kann eigentlich wieder nach Hause düsen. Wir sind daheim und haben wieder rege Gesellschaft. Was bist du denn für ein Püppsche? Taskmaster 3. Oh, die sieht aber nicht schlecht aus. Alchi 2 ist immer noch da. Exile ist immer noch da. Und du. Ja, ich guck mal, vielleicht habe ich ja 100 Goldcoins. Nö, habe ich nicht. Okay, dann hat sie Pech gehabt und darf nicht bei uns wohnen. Ich habe aber einiges an Rüstung und jetzt gehen wir natürlich mal zu unserem Harald und werden ihm hier mal ein bisschen was davon geben. Hier waren ihr Stiefel, waren ihr Schulterplatte. Dann kannst du natürlich auch den Vanir-Lendenschutz haben und das hier.
Aber leider haben wir keinen Helm. Ach, wartet mal, wir haben hier noch den. Ah, jetzt haben wir, glaube ich, auch genug Goldmünzen. Ja gut, jetzt hat er zumindest eine Rüstung an. Das passt erstmal. Dann nehmen wir mal unsere Goldmünzis und rekrutieren diese junge Dame. Zack. Und schon ist sie unser. So, du darfst Wache halten. Und zwar darfst du hier auf Harald Schönhaar aufpassen. Tschüss, ihr zwei. Nee, sehr gut. Dann. Weil, warte mal. Das ist. Wieso spawnt er in meinem Haus mal Punkt 1? Und das ist auch der. Schaut her. Der diese Köderverderbnis hat. Ich bin da mal echt auf eure Kommentare gespannt, um was es da sich handelt. Aber ich wollte eigentlich in die Butze und nochmal kurz unseren Loot auschecken. Wildschwein-Trophäe brauche ich nicht. Und den ganzen Schmarrn brauche ich auch nicht. Das kommt dann später mal. Das kann weg, das kann weg. Und das. Das hier auch. Und das. Ach, wobei, wisst ihr was? Kann ich doch eigentlich auch alles in die Demontagebank packen. Was hält mich davon ab? Außer das. Die Vanillestiefel heben wir mal auf. Das kann alles rein. Genau. Dann packen wir die Schwerter da noch mit rein. Und sonst haben wir nichts. Herz eines Nordheimers. Okay. Nee, passt. Dann kann sich das jetzt mal hier zerstören. Geh mal hier an eine ruhige Stelle, damit wir den Sandsturm nicht so hören. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part an der Stelle. Im nächsten Part werden wir wahrscheinlich wieder den Baupart haben, damit wir endlich von hier mal umziehen können und ein bisschen mehr Platz haben. Genau. Und aus dem Grund, meine Lieben, beende ich den Part an der Stelle. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch Spaß gemacht hat. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch mein Kanal gefällt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Baba und einen schönen Abend.